Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ich guck mal, nachdem ich diese Haarklammerbox mitgenommen habe. Oh, die hat sich vervielfältigt, diese Sommerkleidung, wie toll. Sie hat sich einfach verdoppelt. Ich guck mal, was wir gerade für einen Auftrag überhaupt abgeschlossen haben im letzten Mal. Wahrscheinlich das hier. Ah, genau, durch so die Tunnel, das haben wir gemacht. Ein Magier namens Oswald, der mich unterwegs verspottet hat. Ich muss ihn vertreiben, okay. So. Nougatown hat gab es nur diese einen. Ja, wie gesagt, Kitty Kingdom. Wird wahrscheinlich etwas schwieriger werden. Hier war ja auch nichts drin, oder? Nee. Na ja, dann mal wieder zurück. Gehe ich mal weiter hier rüber Richtung Tür und schau mal, wo die mich hinbringt. Wahrscheinlich jetzt wieder an den Anfang, wo wir herkamen. Obwohl, nee, das war eine andere Ecke. Wie gesagt, ich bin überlegt, ob ich das dann wirklich jetzt alles hier im Let's Play mache oder ob ich mir mal angucke, wo die zu finden sind und dann halt entsprechend hinlaufe. Oder als Stream mal mache, keine Ahnung. Aber ich glaube, so viel sind das gar nicht. Von daher sollte das doch mal machbar sein. Wie gesagt, was mich halt jetzt so ein bisschen verwirrt, hätten wir jetzt in den Tunnel jemanden einen finden müssen oder mussten wir jetzt in den Tunnel, um zu dem nächsten zu kommen? Das ist halt die Frage. Tja, das werden wir doch mal sehen. So, dann schauen wir doch mal, wo geht's denn hier weiter? Aber scheinbar hätten wir, glaube ich, im Tunnel noch was finden müssen. Wir hätten denn da hinten wohl noch was? Klappe. Die machen ja ordentlich Schaden. Sehe ich gerade. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, dann hauen wir uns nochmal hier. Ja, ich kann es auch einfach hier schnell Zugriff machen. Ein paar Kronkorken. Auch ein paar Kronkorken. Schraubenzieher jetzt nicht so unbedingt. Also scheinbar müssen wir wieder in den Tunnel zurück, wenn ich das hier richtig sehe. Vertreiben oder töten? Es steht ja vertreiben da. Bin ich ja mal gespannt, was das dann wird. Also doch wohl hier. Na gut, das Problem ist halt, wie intensiv müssen wir jetzt diese Tunnel durchsuchen? Das ist halt die Frage. Da haben wir dann ja geguckt. Hier waren wir ja auch schon. Das ist Rost. Irgendwo war doch noch so ein Gang gewesen, wo ich noch nicht drin war.
Hier oben müsste ich ja. Ah, nee, ich glaube, genau, das war dieser Gang hier. Den bin ich noch nicht entlang. Nehmen wir mal mit. Ach, und das war dann die verschlossene Tür. Wo kommen wir denn hier hin? Hätte sie vielleicht klacken sollen, dann gäbe es etwas mehr XP wahrscheinlich. Aber ich kann jetzt auch gleich nochmal auf die Karte gucken. Das sollte ja ein bisschen Aufschluss geben. Andererseits, ich kann ja einfach mal die Quest weitermachen und wenn mir dann so ein Ding über den Weg läuft, dann kann ich es ja gerade noch entdecken. Ist vielleicht die sinnvollere Version, bevor ich jetzt hier die ganze durch die Gegend irre. Und dann schaue ich mir vielleicht mal an, wo die zu finden sind und dass das dann alles etwas schneller geht. So, auch hier dann wieder ein neue Ecke. Hi. Der Herr Ghoul. Relativ viele Ghoule hier. Wie es scheint. Der war wohl gerade schon durch den Wagen etwas angeschlagen. Schöpfkelle, beste Waffe aus Dark Souls 2. Oh, also wirklich? Gib nicht auf! Du machst das super! Ja, wir müssen also doch wieder in den Tunnel rein. Gut, dann werden wir jetzt mal auf die Hauptquest wechseln. Insgesamt 10 Stück, ja. Dann lasse ich die einfach mal auf. Königreich. Moment, das packen wir mal weg. Obwohl, nee, ich will erstmal auf die Karte gucken. Corki, Corki, Corki. Vielleicht soll ich mir doch mal danach anschauen, wo ich das dann ist. Gut, also. Theater wäre dann das nächste, wo wir hingehen. Und das Funhaus. Noch ein paar Ghule weghauen hier. Der kann da auch mal weg. War doch hier noch was. Ah ja, guck mal. Zumindest Muni dabei, das ist schön. Nehme ich gerne an. Spielzeugrakete jetzt gerade mal nicht so. Da ist das Funhaus. Na komm, ihr braucht da gar nicht großartig rumzukriechen.
Oh, ist das ein braver Ghoul. So, dann werden wir erstmal das Funhaus hier plündern. Ist aber schön, dass er sich so um uns sorgt. Muss man ja sagen. Okay, was haben wir im Pfannhaus denn alles? Aber klar doch. Spaß! Ach du Kacke. Keine Sorge. Die Spiegel sind zu dreckig, um irgendwas zu reflektieren. In deinem Fall ist das wohl ein Vorteil. Fies. Na gut, dann kommen wir hier wenigstens besser durch das Spiegelkabinett durch. Da ist eine Mine. Der Affe wird wahrscheinlich gleich losmachen. Na? Affe? Denn wir können theoretisch auch einfach hier durchballern. Sind ja nur Spiegel. Ein Flamingo. Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. Das nehmen wir mal gerade auseinander. Dich auch. Guck mal, ein bisschen Vorkriegsgeld in einem Seesack. Oh, hast du dich verlaufen? Jämmerlich. Nein, nicht wirklich. Ich bin einfach nur auf der Suche nach Muni und so Zeug, ne? Hi. Wo kamst du denn auf einmal her? Das wäre dann das. Da ist noch eine Mine. Wie schön. Schrotpatrone ist auch nicht verkehrt. Klamotten lassen wir ihm dann mal. Hey, wir sind draußen. Und wie war das, hm? Hm? Da musst du dir schon mehr einfallen lassen, um uns zu beeindrucken hier. Ah, da ist er ja, der Herr Magier. Hep, hep. Na, macht Spaß zuzugucken. Fitnessübung am Morgen. Oh, eine Granate. Oh, noch eine Granate. Okay. Das war jetzt nicht so nett. Der Herr. So. Wir hauen uns mal nochmal Stimpack rein. Kann ich noch einen nehmen? Wir haben es ja. Speichern das Ganze mal. Ich hasse doch Jump'n'Run. So, es ging erstaunlich gut gerade. Wir haben hier eine Tür, wir haben da ein tolles blaues Ding, noch eine Tür. Und ein wenig Red X. Schauen wir doch erstmal nach dieser Tür, beziehungsweise was sich dahinter befindet. Ein Terminal. Sicherheitstür bitte offen. Danke. Sehr freundlich. Ah, okay, da haben wir jetzt hier aufgemacht. Gut. Quasi ein Shortcut.
Das dürfte uns wahrscheinlich das Ganze ein bisschen erleichtern. Likes, ein Treffer. Okay, dann fangen wir mal an. Size hat gar nichts. Women hat das E. Ja. Damit haben wir's. Verringerte Übelkeit. Okay. Ich bin echt mal gespannt. Oh. Okay. Das ist ja auch schön. Ja. Okay, nett. Oh, hast du dich verlaufen? Noch nicht. Ich glaube, die Nuka lasse ich auch mal da stehen. Was haben wir denn hier noch Schönes, ne? Hier geht's weiter. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen hätte, wenn wir das nicht eingestellt hätten. Da lugt was hervor. Und da geht's dann wohl raus. Gut. Hat's ja doch gelohnt, dass wir da nochmal vorbeigeschaut haben. Oh. Soll das so? Blub, 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 blub. Ich glaube, wir hätten da nicht reinfallen sollen. Naja, dann wieder raus. Ach, dann müssen wir es wieder da unten hin und den Weg nochmal machen. Okay. Na, und wir haben sogar noch ein wenig nette Begleitung gefunden. Das ist doch auch gut. So, du kannst weg. Du kannst weg. Wenn wir das denn mal getroffen haben. Hep. Einmal. Zweimal. Und es dreht sich langsam. Und dann können wir da hoch. Ach, hier ist ein Spiegel drin. Okay. Deswegen können wir da nicht weiter. Dann war unser Weg ja doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ist in dem Schutt eigentlich noch irgendwas? Nee. Das weiß ich doch. Na gut, dann gucke ich mal, dass ich jetzt hier einigermaßen durchkomme. So, nicht durchfallen. Damit hätten wir das dann. Ist dir schon schwindelig? Weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist? Das hat natürlich auch was hier. Cool. Ach, das bewegt sich sogar hier mit dem... Gar nicht mal so verkehrt. Den da irgendwie festgetackert oder so? Echt verdammt verwirrend hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du kannst da mal weg. Ihr auch.
Ich glaube, ich gehe da mal rein. So, Party on. So, danke fürs Sterben. Oh, also wirklich? Gib nicht auf! Du machst das super. Haarbürste, Patrone, bitte, danke. So. Bitte gerne mal da rein. Ne, da geht's nicht rein. Geht's da rein? Hep, bitte da rein. Dankeschön. Ah, jetzt kommt hier Strahlung. Cool. Das könnte sich gelohnt haben. Wie gesagt, es kann sein, dass wir mit dem Zeug nachher noch bezahlen müssen. So, was haben wir hier drin? Das kennen wir doch von irgendwo her. So, schauen wir doch mal hier rein. Du scheinst etwas zäher zu sein als die anderen. Aber nicht viel schlauer. Okay, dann kommen wir da wohl jetzt raus. Okay, ich will mir aber die anderen Sachen hier noch anschauen. Es gibt ja hoffentlich noch ein paar Belohnungen da drin. Hm? Na? Na? Dienergabel, Dienerteller, Teddybären, Filzhut. Teddybären, die Fernsehen geschaut haben. Gut, aber wir können hier mal einen Folgenstopp setzen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.